Hallo und herzlich willkommen zurück zu Parkasaurus. So, wir versuchen natürlich heute in unserer Folge, dass wir die zwei T-Rexe hier in unserem neuen Gehege hier schlüpfen lassen. Ihr seht, ein Ei haben wir hier und eins haben wir da. Na, ich hoffe natürlich, dass... Ja doch, die schlüpfen schon in dieser Woche. In dieser Folge. So, heute feiern wir die Erfindung des Burgers. Verkaufe viele saftige und leckere Burger. Akzeptieren. 15 Burger sollen wir verkaufen. Ich hoffe natürlich... Ja, das müssen wir eigentlich hinbekommen. Wir starten jetzt erst am Tag. So. Kann den Futterdruck nicht erreichen. Wieso kann der den nicht erreichen? Der ist doch hier. Jetzt warte mal, wir haben einen Futterdruck, haben wir da. Einen da und einen da. Ja, normalerweise müsste er hinkommen. Ja, wir könnten jetzt trotzdem mal irgendwo hier hinten noch eine Tür hier reinbauen. Das könnte man natürlich schon machen. Ah, was ist jetzt? Wir nehmen die T-Rex-Tür. Oh, die macht natürlich dann gleich... Na jetzt warte mal, wie sind denn die hier reingekommen, wenn eigentlich noch gar keine Tür drin ist? Ne, die T-Rex-Tür... Ja, ist natürlich blöd, weil die jetzt verdammt viel Platz hier wegnimmt. Machen wir es hier rein. Ja, das ist natürlich schon blöd hier, weil die wirklich verdammt viel Platz hier einnehmen. Dann kommen ja die Leute schon gar nicht mehr vorbei. Wenn wir es hier reinmachen, ist die Laterne im Weg. Okay, wir können es hier reinmachen. Ja, dann machen wir es hin. So. Portal. Collected. Ja, da bin ich mal gespannt. 1000 Wissenschaftspunkte haben wir hier dazu bekommen. Ja, ihr seht schon, die deutsche Übersetzung ist auch noch nicht ganz perfekt. So, jetzt müssen wir mal gucken hier, wegen unseren Burgern. Wir haben immer noch keine verkauft. Haben wir denn überhaupt keine Burger? Ja, schaut natürlich halt, schaut natürlich nicht so aus. Gebäude. Buttrig köstlich. Naschkatzen. Eiscreme. Hotdog. Straubendino-Kunst. Tiki Bar. Bonanza Burger. Nein. Ich glaube, Bonanza Burger haben wir noch gar nicht. Doch, haben wir. Und irgendwie kommen soweit halt natürlich auch keine Leute hin. Wo stellen wir unseren Bonanza Burger auf? Boah, 5000 kostet der. Haben aber hier auch schon mal überhaupt keinen Platz. Außer wir pflanzen den hier hinten mit rein. Dass wir hier auch nochmal wieder einen Essensbereich hier aufmachen. Jetzt warte mal, den müssen wir dann trotzdem ein bisschen weiter hier herstellen. Jetzt machen wir den mal so. Und pflastern da schon mal gleich mal einen neuen Weg hin. Dass es hier auf jeden Fall schon mal breiter wird. Pflastern hier alles zu. So, das haben wir auch. Dann machen wir hier auf jeden Fall gleich mehr. So, weil da müssen wir ja noch Laternen aufstellen. Jetzt lass mich mal schnell hier schauen. Da passt es ja eigentlich alles soweit. Ja, da kriegen wir Laternen hin. Okay.
Ja, unsere Dino-Schlüpfen. Schaut euch das an. Oh, unser kleiner T-Rex. Und da auch noch unser kleiner T-Rex. Da bin ich gespannt, wenn die groß werden. So, also wie gesagt, wir machen erstmal hier unsere neue Essensbucht hier. Na, schaut mal, wenn wir das abreißen, bekommen wir Geld dazu. Das gab es vorher noch überhaupt noch nicht. Also ihr seht schon, da kommt wirklich einiges an Erneuerungen hier im Spiel. Wie groß machen wir das? Machen wir gleich mal so ein riesen Essensding hier. Könnte man eigentlich schon machen. Das wird natürlich aber jetzt einiges an Geld kosten alles. So, wir haben 3 Burger noch verkauft, also haben wir nicht geschafft. Schade, schade, schade. Naja. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben Stegosaurus Fotobox. Oh, eine Fotobox. Das ist natürlich mal was Neues. Machen wir alles einmal butterig köstlich. Jetzt warte mal, wie war das jetzt mit dem Drehen auf R? Naschkatze. Kleines noch. Jetzt warte mal, wenn wir das dann so hinstellen. Ne, wir bräuchten aber auch noch was in der Mitte, dass die Leute auch sitzen können. Jetzt warte mal, das haben wir. Nehmen wir Hotdog noch dazu. Also das soll wirklich unser Essenspalast hier hinten werden. Da bräuchte man, glaube ich, sogar noch mehr Platz. Jetzt warte mal. Pommesstand. Also für einen Pommesstand ist der wirklich schon verdammt groß. So, und hier müssen wir ja wirklich Sitzgelegenheiten und so weiter hier reinmachen. Was haben wir denn noch alles? Dino-Kunst, Bonanza-Burger. Die Bonanza-Burger haben wir ja schon. Verkaufsstand für Bananen. Nein, 4. Oh, ja, vielleicht verkaufen wir noch welche. 4 Burger brauchen wir noch. Das wäre natürlich super. Nein, wir haben es nicht geschafft. Ah, schade. Das ist wirklich sehr schade. So. Mülleimer. Also hier machen wir wirklich mehrere Tische hin, dass die Leute wirklich auch in Ruhe essen können. Picknicktisch. Oh, der ist so teuer. Und das ist der billige. Na, wir nehmen schon den teuren. So, recycle die Hälfte deiner Abfälle. Die werden wir auf jeden Fall auch brauchen. Wo stellen wir denn die hin? Stellen wir jetzt hier mit rein. So.
Picknick. So, jetzt können die Leute wirklich schön essen. Und was wir noch brauchen, sind auf jeden Fall Toiletten und das ganze Zeug. Wenn wir hier noch einen Weg entlang ziehen. Dass die auch ja genug Platz haben für alles. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Weg. Das müssen wir entfernen. So, nochmal pflanzen. Da haben wir Dekoration, Brücken. Oh, sogar eine, mit einer Treppe. Doppelte Holzbrücke. Toilettenhäuschen, Toilette, Informationsstand. Ah, den brauchen wir auf jeden Fall. Toiletten. Machen wir gleich jede Menge hier hin. So. Das passt soweit. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch unseren Infostand. Aber ich glaube, den kriegen wir natürlich hier nirgendwo mehr mit rein, weil hier haben wir natürlich überhaupt keinen Platz für einen Infostand. Und vor allem, wir sind hier hinten fast am Ende. Schade. Ja, wir haben nicht mehr viel Platz in unserem Park. Schaut euch das an. Oje, oje, oje. Aber ihr seht schon, dass hier hinten auch sehr, sehr wenig Besucher hinkommen. Aber wieso? Schade. Na, wir brauchen jetzt wirklich mal unseren Infostand. Wie groß ist denn der? Ach, der ist ja gar nicht so groß. Der ist gar nicht so groß. Also, Infostand hier. Da haben wir leider keinen Platz mehr. Ja, direkt vor die Toiletten, glaube ich, ist der Stand auch blöd. Setzen wir den mal da hinten hin. Ah, was ist das hier? Ach so, nee, wo ich nicht. Heute Farbe. Toiletten. Was natürlich dieses Bake hier ist, kann ich euch jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. So, den soll er zum Essen machen. Ach so. Bake platzieren, was soll denn das sein? Ah, wo wir die hinführen möchten, wenn denen langweilig ist. Ja, hier hin. Jetzt müsste es weg sein. Jo, schaut hin, jetzt ist es weg. Perfekt. Bake platzieren. Führen wir die mal hier hin. So, dann bräuchte man hier hinten, glaube ich, auch noch einen. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall wieder neue Gehege weiterhin machen. Jetzt werden wir aber erstmal unsere Lampen hier aufstellen, damit die Leute auch beim Abend was sehen. So, welche Lampen haben wir hier? Diese doppelt, ne? Jetzt wird es nämlich schon wieder Abend. Muss ich mal sehen, dass die Leute auf jeden Fall auch zu unseren Läden hier hinkommen. Nicht, dass ich hier den ganzen Weg hier zumache.
hier ist alles schön hell. Schaut wirklich gut aus. So, dann auf jeden Fall bei den Toiletten hier welche hin. Wir müssen ja wirklich was sehen, wenn sie hier vorbei wollen. So, mal gucken. Wir haben überall Licht. Ultra frittierte Butterstange. Neu, warte mal. Mitarbeiter sind rangestiegen. So, was wollen wir denn eigentlich dann für ein Gehege machen? Wir haben Velociraptoren, das sind diese kleinen. Okay, die haben wir auch noch nicht. Machen wir mal ja. Schaut mal, wie viele Dinos wir eigentlich noch machen könnten, aber wir leider den Platz dazu gar nicht mehr haben. Jetzt warte mal, Carnotaurus, ja, den auf jeden Fall. 2000, das haben wir. Spinosaurus. Das ist groß. Gigantospinosaurus. Ja, den nehmen wir auch. Also hier brauchen wir auf jeden Fall Matsch und Alpin. Gras und Wald. Also ich glaube, wir nehmen erstmal den... Na? Oder? Ja doch, die könnten wir schon nehmen. Schauen wir nochmal schnell kurz hier rein. Die sind alle traurig, aber ich glaube, das wird schon wieder, wenn der Tag anfängt. Die sind, glaube ich, immer traurig am Tagesanfang. Ja. So. Also, lass mich mal schnell schauen hier. Ja, hier oben sehen wir ja, welche Dinos wir alles haben. Geländetyp Gras und Biom Wald. Hier müssen wir auf jeden Fall erstmal den Weg herum machen, dass wir das auf jeden Fall schon mal nicht vergessen. Wie groß machen wir das Gehege? Machen wir so. Oh, wo schmeißt denn der seinen Ball hin? Hey, 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 aufpassen. So. Okay. Das haben wir auch. Jetzt haben wir schon mal die ganzen Sachen hier entfernen. Na, wollen wir entfernen. Na, da muss man natürlich den Baum genau treffen hier. Das ganze Zeug hier weg. Schaut alles nicht schön aus. Und wie gesagt, das ist ja der Ball. Den können wir gar nicht entfernen, oder was? Ne, ich hoffe mal, der glaubt den auf. Ja, der nimmt den Ball mit. So. Also, wir brauchen ja erstmal hier Gras. Jetzt warte mal, hier haben wir Gras. Okay, das haben wir. Und Biom war... Was war der jetzt hier? Wald. So, dann brauchen wir hier einen Zaun, da das ein Fleischfresser ist. Drahtzaun, Plexiglaszaun, elektrischer Zaun. Okay, dann müssen wir natürlich...
bisschen reinzoomen, sonst sehen wir das nicht ganz. Ah, jetzt ist geschlossen. So, dann machen wir hier aber, glaube ich, noch Wiese hin. Wiese. So, haben wir auch. Okay. Also, wir haben jetzt Wiese und Wald. Also, von daher wird es sogar passen. Brauchen wir jetzt sonst noch irgendwas? Gehege 490 Fuß. Oh, schaut mal an. 490 bräuchte man nur. Wir haben ja schon es fünffache fast gemacht. Deswegen haben wir auch so viel Platz vergeudet. Ja, aber wir werden schon nur einen Großteil von unseren Dinos hier reinbringen. So, also dann brauchen wir Wälder. Warte mal, was ist blau? Achso, weil er nur angewählt ist. Kleine Bäume. Das ist schon ein bisschen sehr klein hier. Also, das passt eigentlich soweit. Dann ein bisschen Grünzeug. Ja, so kleine Büsche. Aber nicht, dass die jetzt von meinem Mann hat hier einen Schwanz beißen, wenn der Ding zu nahe kommt. Na, die werden sich hier schon wohlfühlen. So, und dann brauchen wir hier noch Wasser. Nur nicht allzu viel. Das soll ja nicht nur eine reine Wasserlandschaft hier werden. Das passt eigentlich vom Wasser her. Könnten, warte mal, Terra absenken. Oh. Dann läuft hier alles mit Wasser rein. Hier ein bisschen hoch. Da machen wir ein bisschen höher. So, wir könnten das von allen Terra... Achso, da haben wir ja schon Erhöhungen gemacht. Das seht ihr ja hier. Nee, das passt. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal Futtertröge. Für Fleischfresser. Machen wir auch mal drei rein. Dann Spielzeug, Abfalleimer, so ein Kürbis, so ein kleinen Knochen, dass die auf jeden Fall zufrieden sind hier. Und den Unterschlupf für mittlere Dinos, bräuchte man dann den hier. So, wenn wir zwei Dinos reinhaben wollen, dann müssten wir auch zwei machen. Okay, Unterschlupf haben sie schon mal. Ah, das haben wir auch nicht geschafft. So. Unser Park schließt gleich. Ja, das Gehege ist soweit erstmal fertig. Also wie gesagt, wir müssen dann nur noch Laternen und so weiter aufstellen. Und unsere Dinos züchten, also damit wir hier die Eier bekommen. Können wir mal schnell kurz hier reinschauen. Wir brauchen für ihn Terrobotten Fußabdruck. Das brauchen wir natürlich. Haben wir 0. Und ein epischer Edelstein, der was ja glaube ich so um die 10.000 oder was kostet. Also, da müssen wir unsere Leute auf jeden Fall wegschicken. Terrapotner. Ja, machen wir oberflächlich. Das dürfte eigentlich reichen. Wie gesagt, wir brauchen ja nur die Fußabdrücke. Die sollen mal schön erkunden. Und dann brauchen wir unseren epischen Edelstein. Einmal, zweimal.
Da haben wir ja, wie gesagt, unsere Hüte. Ja, mehr war es jetzt erstmal nicht. So. Das war's für heute. Machen wir schon kurz schnell laufen, dass das rumgeht. So, schaut euch das an. Geschäft. Also 15.000 im Minus. Wir sind aber immer nur eigentlich gut dabei mit 57.000. Wir kommen hier schon wieder ins Plus. Keine Angst. So. Wie gesagt, das war's für heute. In der nächsten Folge werden wir jetzt hier noch die Laternen und so weiter rummachen. Und können natürlich nur hoffen, dass die vom Portal hier unsere Fußabdrücke finden, die vier, die wir brauchen. Und dann können wir unser neues Gehege eröffnen. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euch nur einen schönen Tag, macht's es gut, tschüss! So back to what I was saying. Could be us.